Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, heute wollen wir uns ein wenig darum kümmern, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Wir müssen an das Diesel mal ran, weil erstens brauchen wir mal dann einen vernünftigen Strom, weil wir mit den Bienen dann voll anfangen wollen. Und zweitens kriegen wir dann auch noch den Bereich von Under Pressure sozusagen dann frei. Das heißt, wir können dann was pressen und dass wir endlich mal zum Mechanismus kommen. Hier möchte ich halt auch dann demnächst mal wegen weitermachen. Aber wir fangen mal erstmal mit dem hier an. So, wir haben ja schon die letzten Male, ich weiß nicht mehr wann, schon ein bisschen her, was ich aufnehmen konnte. Wie ich hier umbaue und so. Core Sample Drill. Den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. So, dann brauche ich als nächstes einmal den da, ein LV-Wire Connector. Du kommst dahin und ich brauche noch bitte ein Kabel. Ein Kabel? Ich habe kein Kabel mehr. Add Immersive. Also habe ich jetzt kein Kabel mehr. Nicht schön. Davon brauche ich 4 Stück. Moment, habe ich hier eventuell... Nee. Auch nee. Stimmt nicht. Bam. Mir aus nach. Ich hoffe, dass ich alles da habe. Jetzt weiß ich, was ich abgeschlagen habe. Die Fackel. Okay. Dann brauche ich einen Framed. So, ich glaube, das kriege ich über die Sticks. Hier wird mir die Monsterfalle zur Verfügung stellen. Da Sticks. Ich glaube. Auch noch was drin? Jawohl. Gar nichts mehr. Also können wir mal schnell rein. Framed. Ich brauche kleinen und ich mache die 2x2. Das sind 4 Kisten in halben. Eine Kiste mehr einstecken. Okay, das hab ich einen Half-Slap. Lass mich noch ein Half-Slap haben. Sieht danach aus, dann machen wir uns schnell ein. Also, Half-Slap. 4 Kisten. 6. Dann haben wir die da. So, nach dem Zug rein. Dann bin ich jetzt da. Muss ich hierhin verfrachten und ich muss hierhin verfrachten. Genau. Dann habe ich den, wo ich will. So. Dann mache ich dich hierhin. So, da habe ich Wire. Da habe ich das. Dann kann das nämlich schon mal weg. Normalen Stein. Ich
anlegen. Die Bienen müssen weiterarbeiten. Auch Honig. So, okay. Also, dann haben wir jetzt schon mal das. Das heißt, ich brauche jetzt, kann ich wieder sagen, Immersive. Und das dazu machen. Kann ich das da aufräumen, das da aufräumen. Das da kann da rein, das geht da rein. Ich glaube, ich habe hier Kupfer drin. Ich nehme mal 6 Stück raus, dich rein. Hä? Achso. Ja, man sollte es anmachen. Maschine. Gott, ist die süß. Ja, dann sage ich ja, ich brauche da. Ein bisschen was. So, dann brauche ich jetzt dafür einen Stick und 4 Kabel. Das machen wir hier. Wir haben Wire. So, wir machen dich hier aus. So, dann drücken wir mal drauf. Ich glaube, der ist schneller. Aber ich habe ein Core-Sample. Da ist Lava drin in diesem Chunk. Okay. Dann brauche ich jetzt als nächstes. Wo ist er, mein Connector? Der Besitter. Dafür brauche ich Eisen, Lead. Redstone. Also, das heißt, ich brauche jetzt davon 3. Ich brauche Blei. Ich brauche Kupfer. Und ich brauche Redstone. Ich glaube, die Energie verliert er nämlich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wisst ihr, wie lange das bei mir schon wieder her ist? Ich bin alt, ich vergesse alles. Wann, wann ich mich vergesse. So. Dann haben wir den Capacitor. Dann schlagen wir mal das da hier weg. Dann brauche ich jetzt das da. Oben drauf. So, ich habe ich und dann gehen wir jetzt mit F9. Machen wir mal die Chunks an. So, dann brauche ich aber bitte noch den Hammer. Hammer nicht dabei. Auch rot, danke. Schlagen habe ich ihn. Danke. So. Jawohl, wir haben Energie drin. Also in diesem Chunk haben wir nichts gefunden. So, dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen dich. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Jawohl.
No Fluids. Ja, Glück gehabt. Dann gehen wir mal in diesen Trank. Wir haben hier Wasser drin. Okay, also das ist das, das ist das. Den da kann ich schon mal wiedersehen. Auch kann wegschmeißen. Ich brauche da so eine komische schwarze Pampe. Kann weg. So. Das ist auch bald leer. Da haben wir jetzt wieder Lava drin. So, aber wir können schon mal gucken, weil, wie gesagt, eine Quest haben wir definitiv jetzt schon fertig. So, collecting, by putting a pump check in a chunk that has oil. Genau. Ah, aber ich muss jetzt erstmal einen finden, der halt Öl hat. Das ist mein Problem. Aha. Wird es vor allem kommen, dass es in dem Chunk, wo ich am beschissensten hinkomme, da bestimmt ein Öl finde. Klasse. Der ist jetzt out of energy. Also gehen wir nochmal laden. Komm, machen wir hier. Ich bin ja schon mal froh, dass ich überhaupt was habe. Aber ich würde halt gerne jetzt ein bisschen Petroleum und so weiter machen, ne? Dass ich einen großen Generator mal baue. Dass wir mal vernünftig an Strom rankommen, bis ich soweit bin. Die nächsten großen Mods zu machen wie Mechanismen. In diesen Chunks bin ich auch noch nicht gewesen. Ja, vielleicht haben wir Glück. So, wo bin ich daheim? Da ist er. Also, der war es nicht. Wie schaut es hier aus? Nächster Borkan, der nur aus Stein besteht. Schau mal.
No Mineral, aber Öl. 9,3 Millionen. Ha! Sehr schön. Das ist ein super Bohrkern hier. Das heißt, ich, Moment, ich habe doch noch eine Kiste einstecken, ne? Ja. So, stellen wir mal die Kiste daher. Das sind die jetzt, die total interessant sind. Und das sind die Bohrkerne, die mich nicht interessieren. Wiedersehen. Tschüss. So, da können wir mal den Junk ausblenden. Da können wir uns jetzt um die nächste Quest kümmern. Und gleich mal gucken, ob unsere Bienchen wieder durch sind. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, wie oft, dass ich die Bienen habe schon laufen lassen und ich habe gerade mal 25 Honeycombs, das ist schon traurig. Darum sollte ich mal gucken, dass ich da so schnell wie möglich ans nächste rankomme, dass ich da mehr Honeycombs rauskriege. Weil da brauche ich halt auch zuverlässig Strom. So, also. Drill, dann weg. So, und Pump Jack. Pump Jack Projektor? Okay, das heißt, ich brauche eine Lampe, ich brauche ein Glas. Und zwar Eisen. Was brauche ich für die Eisenplatte und Glasscheiben? Schauen wir mal, was ich alles oben habe. Das ist Clearglas. Ein normales Glas. Das wäre nicht gut. Lasset mich gucken. Lasset mich gucken. Okay, Clearglas würde auch gehen. Schauen wir erstmal da hinten hin, ob ich da hinten Glas habe. Normales Glas, davon habe ich gerade gesagt, brauche ich zwei. Machen will. Wieso sind Glaspanes nicht gleich am Anfang? Ich muss mich jetzt erstmal hier ein halbes Jahr durch irgendwas klicken. Davon habe ich gedacht, brauche ich zwei. Gut, dann habe ich das Glas. Dann habe ich gesagt, ich brauche einen Glowstone Block. Der ist hier. Ich brauche noch zwei Eisen. Der ist hier. Und einmal Shredded Wood.
mein Shredded Wood definitiv Allegor. Okay, das heißt Projektor, die Lampe, Eisenplatten brauche ich noch, die müssten aber in der Kiste da hinten sein. Nein, das sind Stahlplatten. Rein an. Ja, ist ja gut. So, Eisenplatten habe ich. Jetzt brauche ich nur noch Eisen. Okay. Ich bin jetzt gespannt, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Okay, die Laternen habe ich 3. Projektor. Okay. Braucht Projections. Sehr gut. So, ich habe, muss ich doch nochmal F9 drücken? Ja, das war hier. Sehr schön. Also im Projektor habe ich. Gehen wir mal in die Quests rein. Genau, den habe ich jetzt hier. So, beziehungsweise jetzt schaue ich mir schnell mal ins Buch rein. Vielleicht steht da auch was drin. Buch. Komm her, danke. So, und zwar, ich habe jetzt einmal den Projektor. Comes build large body blocks with your referring to your engine as by crafting a. Okay. Wenn ich jetzt dich und dich dahin mache, oder geht es nur in dem da? Oder das und das? Nö. So, Projektor. Crafting-Rezepte habe ich schon mal keine. Das ist sehr gut. If you turn your engineer's manual to the page of a multi-block structure. Engineer's manual. Und Projektor. Aha. So, was habe ich jetzt gesagt? Brauche den. Quest. Den Projektor habe ich ja. Brauche ich. Pump Jack. Pump Jack Projektor. Vielleicht in dem Table machen. Wieder genau beschrieben, ich merke schon. Okay, ich kriege das auch ohne dem Ding hin, aber dafür brauche ich jetzt einiges.
Ich brauche Steel Scaffolding. 11 Stück. Kannst du damit mal aufhören? Danke. Also, ich brauche jetzt Steel Scaffolding. Das Buch brauche ich auf jeden Fall. Das mal ein Projekt kriege ich raus. Das heißt, ich brauche jetzt davon noch weitere. Das heißt, ich brauche jetzt Stahl. Die Rods. Habe ich Rods habe ich doch schon auch schon da, ne? Ja. Okay, das heißt also, ich brauche jetzt Stahl. Wenn da Eisen ist, müsste eigentlich mit Stahl. Ich habe nur 3. So, Eisen nehmen. Das ist das da. Den da brauche ich. Das da reinballern. So, machen wir mal die Chunks wieder aus. Schaut's aus, habe ich noch Kohle? Nein, habe ich nicht mehr. Gucken wir mal. Ich mache ich an. Ich schmeiße ich rein. Kommt da jetzt einer oder zwei raus? Zwei. Okay. Also ich brauche auf jeden Fall 2 Stahl. Ah, ich hätte sogar noch da welche gehabt, ist egal. Kann man immer brauchen. So, dann heißt es klack, klack, klack. Und ich habe nochmals Steel Scaffolding. Dann brauche ich einen Streetwood Fence. Habe ich den noch? Nicht hier, toll. Das heißt, ich brauche Holz. Streetwood. Massive. Der Eimer und 8 Planks. Okay. Jetzt kommen wir da raus. So, dann brauche ich den Fans. Der ist hier. Okay. Hammer. Das rein. Davon brauche ich einen. Davon brauche ich 11. Gut. Hammer. Ach, so Redwood Fence brauche ich 6 Stück. Yay!
Cool, dass ich lesen kann. Okay. Aber schaffen wir auch. Oh, zack, zack. Es kann weg. Ist fix. Und ich habe meinen Zaun. So, haben wir auch 6 Stück. Das heißt, da müsste jetzt auch ein Haken sein. Dann brauche ich 4 Fluid Pipe. Die Fluid Pipe. Habe ich da noch welche? Jetzt wird es vor 10 geht. Funktioniert. Das ist es. Dafür brauche ich Eisenplatten. Wie viel brauche ich denn? 4. Kriege ich 8 raus. Okay. Ist das schön. Halt. Das erst weg. Das rein. Das an. Das rein. Gut, dann kann der arbeiten. Und ich kann mich hinlegen. So, was brauchen wir noch als nächstes? Redstone Engineer Block. Hammer. Frieden. Okay. Mach ich jetzt mehr? Doch, das ist mir jetzt egal. Machen wir jetzt ein paar Kisten. Danke. Weil ich jetzt das da alles reinschmeiße und dann lieber die Kiste mit rumschleppe. Als dass ich mein gesamtes Inventar voll Müll. So, Hammer, Hammer, Hammer. Hammer ausgemacht. Okay, dann haben wir. Was? Da haben wir jetzt 8 Stück. Was haben wir gesagt? Wir brauchen 4. So, jetzt brauchen wir Light Engineering Block. 2 Stück. Das heißt, ich brauche jetzt davon einen Mechanical Komponenten. 2 Eisenplatten. Wo war das jetzt, ne? Hoffe. Rein, geh an. Okay. Brauche ich noch? 2 Heavy Machinery? Heavy Engineering oder Machinery? Engineering. Einen habe ich. 2 einen brauche ich. Gut. Dann kommst du gut da rein. Dann habe ich da schon mal 2. Drei und 4. Ja, danke. Dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Ich hab mein 2 paar Mal gesagt, ne? So,
Block of Steel. Nett. Das wird jetzt das Interessanteste. Okay, 7 habe ich schon drin. Brauche ich ja nur noch 12. Ich hätte eigentlich gern mein erstes Öl. Ich bin schon froh, wenn ich das Steel Sheet Metal. Steel. Das sind 4 Eisenplatten, 4 Stahlplatten. Gott sei Dank mache ich gerade ein bisschen mehr Stahl. So, ich hätte zwar schon den ersten Block, aber die investiere ich jetzt hier rein. Wie viel brauche ich denn davon überhaupt? 4 Stück. Ich glaube, die kriege ich auch. Das heißt jetzt auch, ich muss jetzt schauen, dass ich demnächst mal wieder an Kohle reinkomme, dass ich oh, da sind noch Stahlplatten drin gewesen. Sehr schön, Breck, sehr schön. Ich sehe gerade Eisenplatten werden auch. So, Haken dran. Sehr schön. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch einen Heavy. Und dafür brauche ich jetzt Steel Machine Komponenten. Okay. Da rein. Hab ich. So, dann kommst du hier hin. Dann brauche ich 2 Pistons. Ich brauche Elektrum. Und Stahlingots. Jedes Mal, wenn ich mich freue, ne, dass ich das Stahl jetzt übrig habe, ist gleich wieder weg. Pistons und Elektrum. Habe ich überhaupt schon Elektrum? Ja, habe ich. Gut, dann brauche ich noch Pistons. Die sind, glaube ich, da vorne drin. Dann habe ich das nämlich gemacht. Hier. Ja. Ein Stück. So, du kommst dahin und du kommst dahin. So, wir haben den nächsten Haken. Ich kann mich schon mal wieder da reinräumen. Und jetzt ist das, was mir am meisten fehlt, die Stahlblöcke. Und mir fehlt noch ein Eisen und ein Coke. Ich hätte es eigentlich gehofft, nicht gehofft. Das ist der falsche Ausdruck. Ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt eigentlich mir wieder was ins Gesicht springt. So, nö, du brauchst jetzt erst wieder Kohle. Aber Gott sei Dank, so nett war dann doch nicht. Okay. So, dann heißt es jetzt für mich, du kommst da rein. Dann haben wir schon mal den ersten Stahlblock. So. Dann schnappe ich mir jetzt die Kiste. Laufen mal dahinter. Chunks anmachen. Okay.
Wie gesagt, der Projektor wäre jetzt halt cool, aber. Moment mal, ich könnte noch was probieren. Braucht ihr vielleicht eine Stromquelle? Ja, ich vermute. Oder kann man das mit? Nee. Der Käse ist halt gerade. Ich sehe es halt nicht. Projector. Multiplot Projector. Into the world to use a template. Ja, ja. If you turn your engineer's manual to the page of multiblock structure and then place it in the crafting bench alongside a projector, you can set the manual slide to match that multiblock. The projector will then act as a three-dimensional building guide. Okay. Ich muss das nochmal schnell angucken. Vielleicht kriege ich es doch hin. Craft bis Engineers Ding. Manual. Reiner. Ne, muss ich mir angucken. So, schauen wir mal, wie weit das der Stahl ist. Da haben wir ja Glück. Wir haben Glück. Aha. Das heißt, wir haben alles. Gut. Dann schmeiße ich das nämlich jetzt noch in die Kiste rein. Ich sehe nämlich auch, dass die Zeit nämlich auch gut abgelaufen ist. Und da wir jetzt gerade nicht wissen, wie der Projektor funktioniert, versuche ich das bis zur nächsten Folge rauszukriegen. Das räumen wir auch mal weg. Und genau, dann, wenn ihr Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.